Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Kamikaze von Eminem in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kamikaze von Eminem, das ganze Jahr am 31. August 2018 erschienen. Allerdings damals nur auf CD und digital. Und jetzt, knapp 4 Monate hat es gedauert bis in den Dezember rein, dass das Album auch als Vinyl aufgesetzt wurde und diese jetzt am vergangenen Freitag, am 7. Dezember erschienen. Gut, wir schauen uns mal kurz das Cover an, bevor wir das Ganze aus der Folie holen, denn was uns hier auffällt, wir haben hier natürlich das gleiche Cover wie auch schon auf der CD. Dieser Kampfjet, dieses Flugzeug, das hier von hinten abgebildet ist. Allerdings, dem einen oder anderen wird es bekannt sein, ist dieses Cover eine Hommage oder angelehnt an dieses hier. Jawohl. Und zwar ist das hier das Cover von den Beastie Boys, das Album Licensed to Ill. Und dieses ist aus dem Jahr 1986. Nur so am Rande, dieses Album ist das erfolgreichste Hip-Hop-Album der 80er Jahre gewesen und bis heute ein absoluter Meilenstein in Sachen Hip-Hop oder Ami-Rap. Und nachdem Eminem Fan dieser Jungs ist, der Beastie Boys, hat er eben mit dem Album Kamikaze das Cover mehr oder weniger übernommen. Gut, genug davon. Wir schauen mal hinein. Dazu schneiden wir hier unten einfach mal auf. So, also wir haben hier wie gesagt dieses Flugzeug, kleine Details am Rande. Hier oben haben wir einmal Kamikaze stehen, dann haben wir hier diese Hockeymaske, das Logo von Eminem und dann haben wir hier einen Schriftzug TIKCU5. Wir drehen das allerdings mal kurz auf den Kopf und in diesem Fall der 5er dann wie ein S und dann lesen wir hier spiegelverkehrt Suck It. Also, das hier nur am Rande und dann haben wir auch noch ein FU-2, das auch nicht zufällig gewählt, sondern das bedeutet so viel wie Fuck You Too. Gut, dann haben wir hier noch Pick Us, 4 Karten, wo wir die Hockeymaske wieder abgebildet haben. Death and Defeat steht da drauf. Ansonsten hier alles in dieser beige Optik und hier unten dann der Verbraucherhinweis auf Englisch. Auf der Rückseite haben wir dann den Piloten, der auch schon hier sein Ziel angesteuert hat, also im wahrsten Sinne des Wortes Kamikaze. Die Flugzeugschnauze ist schon in ein Hindernis gekracht und ist hier gerade am Zerschellen. Und das haben wir auch bei dem ursprünglichen Cover der Beastie Boys so. Also hier ist das Flugzeug ja mehr oder weniger in den Boden gekracht, so zusammengestaucht im Boden verendet. Bei Eminem nicht ganz so, also sieht zumindest nicht nach Boden aus, sieht so aus, als wäre hier irgendwie eine Wand oder ein anderes Hindernis. Okay, wir haben hier insgesamt 13 Tracks mit drauf, Executive Producers Dre und Slim Shady und diverse Features. Also ihr könnt hier sehen, wir haben Features von Joyner Lucas, Royce da 5'9", Jesse Reyes und nochmals Jesse Reyes. 13 Tracks, auch hier wieder Barcode. Und darunter dann noch die Credits. Gut, der Pilot zeigt uns auch noch den Mittelfinger bzw. seinem potenziellen Ziel. Okay, von innen sieht das Ganze so aus. I will die unconquered. Also das heißt so viel wie ich werde unerobert sterben. Dann haben wir hier einen Haufen Stahlbeton und ja, Betonreste. Hier dann oben in oranger Schrift Warning zu lesen. Und dann hier die einzelnen Infos, die einzelnen Credits zu den Tracks. Bedeutet hier nochmal aufgeschlüsselt, wer hat woran mitproduziert, wer war woran beteiligt, Features etc. So sieht das dann aus. Und dann haben wir hier natürlich auf der rechten Seite die Vinyl in dieser Stecktasche. Auch wenn es jetzt irgendwie nicht so ganz raus möchte. So, aber jetzt. Und dieser ist passend zu diesem Kamikaze-Thema, zu dieser ganzen Militäraufmachung in Olivgrün. Also Military Olive Green nennt sich das Ganze.
Hier haben wir dann auch noch mal dieses Gesicht, dieses zähnefletschende Gesicht hier von dem Kampfjet. Also wir erinnern uns, jawohl, hier vorne. Und auf der Rückseite bzw. auf der Vorderseite haben wir dann noch mal die Tracklist. Also wir haben 13 Tracks aufgeteilt auf A- und B-Seite, 7 befinden sich auf der A-Seite und die restlichen 6 auf der B-Seite. Sehr schön. Dann machen wir das Ganze mal wieder rein in die Hülle. Die Hülle ist eine Papierhülle, innen mit Folie beschichtet. So sieht das aus. Jawohl. Und ansonsten haben wir hier auch, glaube ich, nichts weiter vorzufinden. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles hierin befindet. Einmal diese diese Standard-Vinyl in dieser weißen Papiertasche in Olivgrün und das Ganze kommt in diesem Gatefold hier zum Aufklappen. So sieht das aus. Gut, schönes Ding. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Eminem unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.